Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurem Video. Dieses Mal geht es sehr, sehr spannend, denn hier habe ich das Gefühl, jemand Besonderes hat ein Auge auf dich geworfen, aber nicht so, wie du glaubst, eine Liebe kann es natürlich sein, aber ich habe vielmehr das Gefühl, dass hier ein Schutzengel oder ein Engel ein Auge auf dich geworfen hat und dich bestmöglich führen möchte, beschützen möchte auf deinen Weg. Irgendetwas darfst du noch loslassen, vielleicht kriegst du jetzt den nötigen Schub von deinem Engel. Denn hier geht es um den Engel des Lichtes. Licht, Licht, ne? Das heißt, nur im Licht kannst du Dinge sehen und erkennen. Und schau dir das Video unbedingt an, der Weihnachtsengel. Das spricht oder von dem spricht auch der Weihnachtsengel. So, deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay, ja, und da auch wieder die Sonne, ne, mit der Königin der Stäben. Also es wird dir irgendein Licht gereicht, aber wie gesagt, du wirst beobachtet und das wird sehr interessantes Video. Wir werden schauen, wer dich hier da beobachtet, ob es ein Engel ist, ob es ein Wesen ist, ob es eine Wesenheit ist, ne? Das kann ja auch sein. Und es geht um eine Gabe. Vielleicht erkennst du auch die Gabe dahinter. Auch das kann sein. Vielleicht hast du die bislang nicht gesehen. Und jetzt möchte man dir das quasi in den Schoß legen. Ich trinke nochmal von meinem Ingwer-Tee. Mm. So. Wer oder was beobachtet euch? Wer oder was beobachtet euch oder dich? Und warum? Ah ja, ah ja, ah ja. Ah ja, und das Spannende ist, ne, für alle, die mich kennen, die wissen, dass bei mir diese Karte für Krampus und Nicolo steht, also um diesen Zeitrahmen. Und das passt ja jetzt ganz gut dazu, weil morgen haben wir Krampus und am 6. ist der Nicolo-Tag. Also da passiert jetzt bald was. Also das kann tatsächlich jetzt für eine plötzliche Legung stehen, die wirklich unmittelbar jetzt mit euch zu tun hat. Aber es kann auch sein, dass du jetzt den Schub bekommst dazu. Ne? Das kann auch sein. Ja, eine Herzensangelegenheit, die sich in eine positive Transformation führt. Also schaut euch den Weihnachtsengel an. Der kommt am 23.12. Notiert ihn euch gleich. Also hier auch eine positive Transformation, eine positive Wende, eine positive Möglichkeit zur Transformation, etwas Positives wird verwandelt, ein Herz geht auf, eine Herzensangelegenheit, die dich berührt, wirst du jetzt neu anschauen, neu angehen, das gibt es jetzt nicht, ich kriege Gänsehaut, Leute. Also bei aller Liebe, diese drei Karten, nein, sorry, diese vier Karten und ihr wart live dabei beim Mischen. Ihr werdet das dann sehen. Speichert euch auch dieses Video ein, weil das könntest du zuvor anhören nochmal als Auffrischung für das 23.12. für den Weihnachtsengel. Da sind diese vier Karten rausgefallen und das ist echt schräg, meine Lieben. Wow. Also wenn du finanziell irgendein das Gefühl hast, irgendwie geht es finanziell nicht weiter, du bekommst den Schlüssel, vielleicht sogar in der Verbindung mit dem Weihnachtsengel, auch das kann sein, also hier könnte sich der Weihnachtsengel bei dir melden und der Weihnachtsengel könnte bei dir viele, viele Dinge anbelichten, so. Anschauen, belichten. Ja, das ist eh, das passt ja eh mit dem Beobachten. Also man beobachtet, wie du jetzt mit deinem eigenen Licht, mit deiner Loyalität, mit deiner Spiritualität umgehst. Das Universum beobachtet jetzt dich. Und das hat etwas mit bis zum 31.12. zu tun. Irgendetwas möchte das Universum, dass du irgendwie loslässt. Ja? Also vom Heiligabend, wow, das ist, ich kriege Gänsehaut.
Ich kriege den Heiligabend herein mit dem 24.12. Ja? Und ich habe ja auch das Gefühl, das beginnt, und ich habe noch gesagt, Nikolotag, ne? Also hier der 3 und 3 ist 6. Und 4. Spannend hier. Da haben wir den 31. wieder, und 3 und 1 ist 4, und ich drehe das, oder das Video, ich drehe es natürlich schon lange vor, aber am 4.12. geht dieses Video online bei euch. Und das ist interessant. Und die 9 hat sich auch gezeigt in der Legung mit dem Weihnachtsengel, der am 23.12. hochgeht. Und da wird deine Loyalität, also ich habe hier das Gefühl, das Universum testet deine Loyalität. Wie loyal bist du zu dir? Wie loyal bist du zu deiner Arbeit? Wie loyal bist du zu anderen Menschen? Wie sehr stellst du das Geld vor dem Licht und so weiter? Du wirst hier richtig beobachtet. Lebst du deinen Herzensweg? Gehst du deinen Herzensweg? Wie bewegst du dich? Wie bewegst du dich zu dir hin oder bewegst du dich von dir weg? Also hier wird wirklich vieles in Bewegung sein. Also deshalb wirst du auch ganz genau beobachtet. Und ich bin gespannt, ob Observer das Beobachten noch zeigen wird. Weil meistens, wenn eine Karte raus möchte, dann möchte sie raus. Und das war auch bei den Weihnachtsengeln so. Weihnachtsengeln so. Da waren zwei, drei Karten, die sich umgedreht haben, wieder rein, und die sind wieder rauskommen. Ne? Also wenn das Universum sagt, ich will raus, dann will ich raus. Gut, so, dann schauen wir mal. Meine Karte ist schon gekommen. Ja, hier geht es um deine Genauigkeit. Hier geht es darum, dass du nicht irgendetwas oder irgendjemanden hinterherhetzt. Ja, dein Papa hat so gemacht, also musst du es auch so machen. Ich weiß, dass ihr das nicht mehr macht, ja. Aber ich weiß, dass einige von euch noch dieses Gefühl in sich tragen. Vielleicht, oh, mit dem kann man doch gar kein Geld verdienen oder es ist zu anstrengend. Ja, ihr müsst euren inneren kleinen Popo wirklich bewegen. Es hilft euch nichts. Ihr braucht diesen genötigen Anstoß, ja, um in dieses Neue hineinzukommen. Ihr werdet ganz, ganz stark vom Universum geprüft werden und beobachtet, wie ihr jetzt mit gewissen Situationen auch umgeht. Aha, okay, das sind schon vier Karten rausgefallen. Jawohl. Schauen wir mal, was es denn hat sich da gezeigt. Ja, Nachricht. Ich glaube, das wird auch eine Nachricht. Ihr werdet eine Nachricht vom Universum erhalten, direkt ins Haus geliefert. Ja, spannend ist das. Da hat irgendjemand hat von euch irgendwie den Glauben, also um ehrlich zu sein, vielleicht hast du den Glauben sogar, ja, und ich habe noch gesagt, ne, wenn die Karte rauskommt, spannend. Um ehrlich zu sein, vielleicht hat irgendjemand den Glauben an sich verloren, an deine Gaben, an dein Talent, an dass deine Finanzen sich noch verbessern werden. Bitte hebe deine Positivität, auch wenn es dir vielleicht nicht ganz so leicht fällt. Ich kann es euch nur von mir sagen. Ich reite, ne? Ich habe jetzt wieder angefangen, also im Sommer zu reiten, und manches Mal fällt es mir wirklich, wirklich leicht, und das ist so interessant. Und da fällt es mir, da bin ich so in meiner Leichtigkeit, in meinem Flow drin und bin mit meinem Pferd so richtig eins und verbunden. Und manches Mal denke ich mir, oh mein Gott, steige ich da zum ersten Mal auf das Pferd? Ich meine, nein, und jetzt, ich mache das jetzt, Kopf aus, und ich tue jetzt. Tief einatmen, und dann mache ich das. Und dann mache ich das so mit Leichtigkeit, und sagt sie, meine Reitlehrerin sagt immer, wow, wie cool ist das, wenn ich anfange zu reiten, mich zu bewegen, dann lasse ich mich immer mehr führen, ja. Aber es gibt natürlich Momente, wo ich dann auch hin und wieder mal irgendeine Show abziehe, weiß ich nicht, mit meinen Hüften mitgehe, also nicht vor, zurück, wie beim sondern irgendwie so links, rechts, ne, so. Man hat manches Mal solche in sich drinnen, ne? Und dann braucht es halt jemand, der sagt, hey, Karin Sophie, nicht links, rechts, vor, zurück, ne, so. Und das ist auch schön, und ich finde das super, und ich finde das toll, weil wie kann das, ne? Ich lerne das Ganze erst, ne? Und ja, also nur zu deiner Info, weil du sollst
wissen, dass du gesegnet bist. Du weißt oder du sollst wissen, du hast das Licht am rechten Fleck. Das heißt, du brauchst nur deine Geduld. Ja, ich glaube, dass du ein bisschen eine ungeduldige Person bist oder gerne mehr möchtest, weil ich habe das Gefühl, dass hier eine Schatzinsel, man möchte dir eine Schatzinsel reichen, man möchte dir einen Schatz geben, und du möchtest es auch annehmen, ja? Aber wir sehen hier never ending story. Was du bekommen wirst, kann tatsächlich sein, dass es, was du hier lernst, wenn du das jetzt noch lernst, jetzt, unmittelbar, in diesem Monat Dezember, dann weiß ich, dass du wirklich es für dein ganzes Leben lang hast. Alles, was du jetzt im Dezember lernst, wirst du für das nächste in diesem Leben auf alle Fälle beherzigen und machen. Das wirst du wissen. Richte dein Zuhause ein, sodass du ein gutes, wohliges, angenehmes Gefühl hast. Und wir haben hier, dass du beobachtet wirst. Ja, die Karte tatsächlich beobachten. Ich wusste es. Es ist interessant, ne? Also hier wirst du beobachtet. Da kannst du tun, was du willst. Wow, ich habe noch von der Schatzinsel gesprochen. Hier ist sie auch, ne? Wir nehmen es nicht mehr dazu, aber das ist die Schatzinsel hier. Also hier wird man dir einen Schatz reichen, mit dem du auch was anfangen kannst. Und das könnten auch durchaus mit deinen Gaben zu tun haben. Aber du musst wissen, dass etwas, was auf dich zukommt, nur dann auf dich zukommen kann, wenn du es auch annimmst. So. Ah ja, wenn ich meine Karten mische und irgendetwas kommt raus und dann sage ich immer, ups, ne? Und ihr müsst immer sonst so lachen und ich finde das so super, weil ja, ich möchte euch ja auch etwas wiedergeben, diese Leichtigkeit, diese Liebe, die ich in mir dank wirklich für mich, ich bin so dankbar wirklich für mich, dass ich das leben darf und da möchte ich euch einfach ein Stück weit auch mitgeben. Diese Leichtigkeit und auch das Lachen und diese Lebensfreude, das macht schon Sinn, ne? Und deshalb sind wir ja da, wir unterstützen uns ja gegenseitig und das soll ja auch so sein. Ermutigt auch hier die Kommentare, wenn irgendwelche Kommentare sind, ermutigt euch selber, ne? Das ist auch ganz wichtig. Ja, hier möchte jemand die Freiheit genießen, schaut mal an. Hier möchte jemand frei sein, aber fühlt sich alleine. Ja, entweder fühlst du dich alleine gelassen oder du hättest gerne wieder einen Partner. Also bist mit ihm, in Wirklichkeit sind einige von euch noch in den Mangel drinnen, auch wenn du es vielleicht nicht ganz so gerne hörst. Überlege, reflektiere vielleicht zuerst, bevor du jetzt so wütend wirst, vielleicht auf dich oder auf andere, dass du wirklich mal hinspürst, was möchte dich frei, warum möchtest du diese Freiheit so intensiv genießen? Warum brauchst du so viel mehr Freiheit wie vielleicht andere? Und dennoch fühlst du dich irgendwo alleine gelassen. Weißt du, wenn man frei sein möchte, ist man ein Freigeist. Und da passt man halt nirgends hin oder doch überall. Ja? Freiheit, das ist so wie für mich Luft. Ja? Man kann dich nicht greifen. Ja, und vielleicht bist auch nicht greifbar für andere Menschen, aber vielleicht bist du greifbar für die Menschen, die ebenfalls genau diese zwei Karten haben. Für die bist du greifbar, weil die können das nachvollziehen. Lieber alleine sein und in Freiheit zu leben, als wie eingesperrt irgendwo in Ketten. Ja, und das möchtet ihr nicht. Aber ihr dürft auch da ein bisschen loslassen, ja, und sagen, ja, ich darf frei sein, und meine Liebe des Lebens fühlen, spüren, ja, und zulassen und die Fülle. Und das ist dein Lebenselixier. Dein Lebenselixier ist Licht. Und wenn du dich alleine fühlst, dann kannst du nur das Licht für dich alleine genießen. Aber genieße es in der Gesellschaft. Wir haben hier Gesellschaft, ja. Und das ist dein Lebenselixier. Das ist auch deine Gabe. Das ist diese Leichtigkeit, denn wir haben das Blumenkind. Ne? Schau mal, wie leicht sie sich auf diesen Blume anhält, ohne dass sie runterrutscht. Sie vertraut darauf, dass sie dort, wo sie sich anhält, sicher ist. Ja?
Und vielleicht hast du auch dieses Alleinsein mal gebraucht für dich, ja, damit du dich selbst kennenlernst, damit du deine Gaben besser kennenlernst, damit du dich persönlich deiner Seele näher kommen kannst oder eben du die Seele schon lebst. Aber jetzt ist es wichtig, dass du dich langsam immer mehr öffnest für die Menschen, die hier auch auf dich zukommen möchten. Aber sie können nur auf dich zukommen, wenn du bereit bist, offen zu sein. Und hier prüft das Universum euch irgendetwas. So. Ah ja. Okay. Die Ernährung spielt auch eine Rolle bei euch. Also hier könnte sein, dass bitte nicht zu viele Weihnachtsplätzchen packen und nicht zu viele Weihnachtsplätzchen essen, sondern nehmt mal auch zuckerfrei. Na? Ah, ja, so. Ja, ich liebe es. Ich liebe es, weil das so super zusammenpasst. Wirklich, ich muss echt schmunzeln. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. So, wie nehme ich das? Ja, ich nehme das so. So, 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 so. Und diese Plätzchen, die kann man auch wirklich zuckerfrei machen. Ja, und das schmeckt wirklich lecker. Wirklich, wirklich gut. Man kann wirklich vieles mit Obst wirklich machen oder Äpfeln und so weiter. Ja, die sind auch süß oder Bananen. Wenn ich Banane mag, kann ein Apfel nehmen, ja, oder Birnen. Sei du selbst. Auch wenn du weißt, dass du beobachtet wirst, zeige dich, wie du bist. Es kann auch sein, dass du in deiner Arbeit beobachtet wirst, ja. Vielleicht möchte man dir eine Gehaltserhöhung anbieten oder eine höhere Stelle anbieten. Und man beobachtet jetzt, wie freundlich du bist, wie hilfsbereit du bist, wie anmutig du jetzt bist und wie du dein Wissen zu anderen Menschen transportierst. Also du bist nicht alleine. Ich habe schon das Gefühl, dass man dich sehr hoch preisen wird für das, was du machst. Entweder das Universum oder deine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Dein Chef, deine Chefin, und du sagst, da gibt es niemanden, du bist schon in Pension, dann ist es wirklich deine Spiritualität, deine Nachbarn, deine Kundschaften, ich weiß es nicht. Hier sind Menschen, die jetzt immer mehr dein Licht sehen können und deine Loyalität. Sie werden dich von ganz anderen Licht betrachten. Sie werden dich von ganz anderen, sie werden dich von einem anderen Licht betrachten. So, ich musste mir das jetzt notieren, weil sonst vergesse ich die Überschrift. Hoppla. Wacke, wacke, wacke. Ja, jetzt ist das perfekte Timing. Entweder ist jetzt das perfekte Timing, gemeinsam mit deiner Tochter etwas zu unternehmen. Oder jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für einen Neubeginn, einen Neustart, für einen kindlichen Neustart oder dein inneres Kind. Es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt lass dich los. An der Einsamkeit, jetzt lass du los von den Alleinsein, du möchtest dich jetzt mehr mit anderen Menschen verbinden, ja? So, und dann hast du Liebesleben und Hochzeit. Was dann kommt, ne? Ja, sobald du nämlich dein Herzle aufmachst und ich habe gesagt, hier kommt eine transformierende Energie auf euch zu und da ist sie schon. Ja? Und das Liebesleben kann zur Hochzeit kommen, zu einer Verbindlichkeit. Es muss jetzt nicht eine reale Hochzeit sein, aber es kann die Verbindung zweier Menschen symbolisieren. Denn wir sehen hier ein Liebespärchen, wir sehen hier ein Liebespärchen. Hier noch ein Jünglings, ja, und hier schon etwas älter. Also sehr spannend. Also bitte, bitte achtet auf das, was ihr jetzt aussendet. Es kommt zu euch. Meine Lieben, ich kann es euch nur immer und immer wieder sagen. Deshalb hat das diese Legung auch was mit dem Weihnachtsengel zu tun. Also notiert es euch auf alle Fälle. So, eine Karte. Dankeschön. Begegnung mit den göttlichen Sphären. Geist der sieben Planeten. Und der geheime Name. Das war auch im Weihnachtsengel. So, dann schauen wir mal. Die Seele Hüterin der Wahrheit. Meine Seele ist meine beste Vertraute.
Gehe hinaus und spüre die Seele von Bäumen. Suche dir eine Fichte, Tanne oder Kiefer und umarme sie dabei. Du wirst immer mehr deine Lebenskraft und den Duft ihrer Seele dich verschmelzen. Besuche diesen Baum immer wieder in aller Stille und du erlebst ein Feuerwerk der Gefühle. Die Seele als Summe aller gefühlten Erfahrungen und Erlebnisse deines Lebens nimmst du mit, wenn du all diese irdischen Leben verlässt. Sie ist die Einzigartigkeit deines Wesens und dich im Universum und ins Jenseits. Dann kannst du noch weiterlesen, du kannst es fotografieren und dann weiterlesen, aber für mich reicht das jetzt auch aus. Und der Geist der sieben Planeten. Die sieben Planeten schützen mich auf meinem Lebenspfad. Die Zauberbücher des Mittelalters sprechen von den sieben geheimnisvollen Himmelskörpern Venus Liebe, Sonne Leben, Mond Hoffnung und Wachstum, Jupiter Freude und Lebenskraft, Merkur der Diplomatie, Saturn der Disziplin und Entsagung und Mars der Begeisterung und Durchsetzungskraft. Ihre Strahlung und Energie haben dich geformt und aufgebaut. Sie wirken ständig in deinem Körper und deiner Seele und sorgen für Gesundheit, Wohlstand und Seelenheil. Also hier geht es wirklich darum, dass du dich mit denen verbindest. Also verbinde dich mit diesen sieben kosmischen Planeten. Begegnungen mit den göttlichen Sphären, das passt ebenfalls dazu, mit dem Geist der sieben Planeten. Ich lebe mein Leben, wie es mir gefällt. Und das schreibst du dir als Motto. In 2025 nimmst du den Satz bitte gleich mit. Nochmal, ich lebe mein Leben, wie es mir gefällt. Und da kommt mir Pippi Langstrumpf sehr gelegen. Grüner Weihrauch, das kostbarste Harz der Geschichte, gilt als Duft der Götter. König Salomon bekam es von der sagenumworbenen Königin von Saba geschenkt. Es diente zusammen mit Myrrhe als unentbehrliche Opfergabe und wurde dreimal täglich zum Schutze des kosmischen Ordnung in den herrschaftlichen Tempeln geräuchert. Der Rauch gilt bis heute als Nahrung für die Götter, um die Verbindung zwischen dir und den geheimnisvollen Mächten des unsichtbaren Jenseits. Bitte holt ihn nach Hause, den grünen Weihrauch. Der ist gigantisch. Also wenn ich den anmache, habe ich noch was? Sonst zeige ich ihn euch das nächste Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch was drinnen habe. Aber ich habe ihn immer, also bei uns gibt es so ein Geschäft, wo sie das direkt abfüllen und dann nimmst du ein Bäckchen mit oder ein Dosel und dann kriegst du das, aber du brauchst das nur googeln. Ich zeige ihn euch nochmal von hinten, ich glaube, ja, und dann kannst du es abfotografieren und dann kannst du den dir besorgen. So, schauen wir mal, was kommt denn noch auf euch zu? Wer beobachtet euch? Also der Geist der Weihnacht beobachtet euch. Oh, der Geist der Weihnacht und der Wunscherfüllung. Mein Gott, wie cool ist das bitte? Wow. So. Wunscherfüllung. Wünsch dir was. Ja, mehr gibt es da gar nicht zum Sagen. Wunscherfüllung. Wünsch dir etwas. Hier geht es darum, dass du dir bitte etwas wünschen darfst vom Universum. Hier dein Herz vielleicht zu öffnen, zu reinigen, zu klären, deine Gaben. Dann haben wir die Wintersonnenwende. Ein besonderes Ereignis kündigt sich dir an. Wow, meine Lieben, Wintersonnenwende, ich habe noch gesagt, es kann sein, dass dieses Video wirklich jetzt, wirklich jetzt mit euch zu tun hat, ja? Weil das ist etwas, was sehr spannend ist. Also es zeigt sich wirklich, der Hut brennt. Das ist wirklich so 5 Minuten vor 12. Dann haben wir den Engel des Wandels. Nutze die Chance, die sich jetzt dir bietet. Mein Gott, wie passend ist das bitte. Und dann haben wir neue Perspektiven. Sieh, wie sich alles um das Licht der Engel wandelt. Also dein Licht wandelt sich, mein Schatz. Und das ist interessant, ne? Wir sprechen zweimal vom Wandel. Und das ist interessant, auch diese beiden Karten, diese hier und diese hier, haben sich tatsächlich gezeigt bei dem Engel der Weihnacht.
Also beim Weihnachtsengel. Der Engel der Weihnacht. Wie muss man das notieren? Vielleicht schreibe ich das ein bisschen um. Schreibe ich das tatsächlich der Engel der Weihnacht? Weil das ist echt spannend. Also ich weiß noch nicht, wie ich dazu komme und wie ich es mache oder wie ich das beschrifte. Aber jedenfalls steht am Titelbild Weihnachtsengel. Ein schönes Foto, finde ich. Also ein schönes Bild, finde ich, wieder mal. So. Mein Hund schnarcht hinten. Mit voller Lautstärke und Begeisterung. Der Narr, der ist auch gefallen im Engel, im Weihnachtsengel. Also mein Hund schnarcht so tief hinter mir. Ihr könnt es nicht hören, aber er schnarcht so zuckersüß, mein Schatz. So. Und beobachten, das gibt es jetzt auch nicht. Ja, hier ist jemand dabei, um euch zu beobachten. Bitte denkt daran, am letzten Monat Dezember beobachtet euch jemand richtig, richtig doll. Ja, also das kann jetzt eine Person sein, das kann jetzt irgendjemand sein. Also ein liebenswertes Lichtwesen, definitiv, der mit euch einen Neubeginn, weil ich Regenze habe, einen Neubeginn starten möchte. Irgendjemand möchte einen Neubeginn mit euch starten. Und wir haben hier, du trägst zu viel. Du warst in der Vergangenheit irgendwie wie ferngesteuert. Du hast gearbeitet, gerackert, getan, getan, getan und bist so müde geworden vom Rackern und Arbeiten. Ja klar, da, du hast deine ganzen Blumen hier aufgehalten. Alles, was du gearbeitet hast, hast du nicht in dir drinnen, sondern du musstest das gleich so, ja, und jetzt da hast du dieses Ganze um dich und auf dir und keine Ahnung was, und das brauchst du nicht. Gib's runter, verteil sie, verteil deine Blumen, verteil deine Geschenke, ja. Also hier geht es um ein Miteinander. Ja, und die 10 der Kelche, auch diese Karte ist rausgekommen in diesen Weihnachtsengel. Und dann haben wir die 3 der Stäbe. Hier beobachtest du in der Ferne. Du beobachtest, was möchtest du nicht mehr. Wen möchtest du begrüßen? Wen möchtest du hinter dir lassen? Oder was möchtest du hinter dir lassen? Was nimmst du mit? Ja? Lässt du das, was du in deinen Händen hast, auch noch fallen? Oder nimmst du das mit, weil das deine Erfahrung war, die du gesammelt hast? Das entscheidest ganz du. So, ich habe mal kurz... Ich gehe mal kurz da, mir ist echt fingerkalt heute. Aber ich bin ein bisschen verkühlt. So, ui. Das war zu schnell. Aber wahrscheinlich kommen sie dann eh wieder raus, wenn sie raus möchten. So. Jawohl. Jawohl, wir haben sie. Und wieder die 10 der Kelche. Und das Ass der Schwerter. Hier geht es um eine Kommunikation. Du wirst in einer kommunikativen, irgendetwas Kommunikatives, wirst du dir jetzt, also Kommunikation könnte für dich jetzt wichtig werden. So, also ich habe jetzt gerade was reingekriegt, ne? Und dann rede ich und dann, okay. Das sind oft nicht oft Momente, aber es sind doch hin und wieder so Momente dabei. So, und ich muss die Karten jetzt mal sortieren, meine Lieben. Und dann schauen wir mal. Aber ich sehe schon mal 10, 10, 10. Das finde ich schon mal super, weil ich glaube, die 10 der Kelche habe ich irgendwo gesehen. Die 10 der Stäbe. Ja, das möchte ich gleich. So, und die 10 der Kelche. Der Page. Ah ja, der Eremit. Die 8 der Münzen. 2 der Schwerter. Der Herrscher. Die 9 der Schwerter und der König der Schwerter. Ja, es gibt sehr viel in deinem Kopf. Also hier wächst wirklich jemand vom Pagen der Schwerter. Ja, vielleicht bist du jemand gewesen und hast du fangst dort an und da an und machst dies und jenes und du hast der ganzen Welt hast du alles erzählt. Jetzt bist du drauf gekommen,
Nee, jetzt möchtest du es nur mehr Menschen erzählen, die das Licht am rechten Fleck haben. Nicht mehr jeden. Du musst es nicht mehr jeden auf die Nase binden. Du hast gelernt vom Pagen der Schwerter. Was sagst du, wen sagst du es, wie sagst du es? Zu dem König der Schwerter. Und der weiß, was er sagt, wie er es sagt, wie er Dinge im Leben auch bekommt, wie er sie erreichen kann, wie jemand auch Intellekt, also jemand kann richtig gut sprechen, also hat jemand richtig gut gelernt. Wenn du Bühnenangst hattest oder Sprachblockaden hattest, dann löst sich das jetzt alles auf, ja? Aber die 9 der Stäbe sind halt noch, oder die 9 der Schwerter, Entschuldigung, die waren ein riesengroßes Lernprozess bei dir. Also das war ein riesengroßer eine Lernthematik von dir, bis du überhaupt zu dem König der Schwerter gekommen bist, ne? Da musstest du viel einstecken, ne? Also viel, dass dein Umfeld hat müssen wirklich lernen. Vielleicht bist du ein sehr mein Gott, gut, sprich es anders aus. vielleicht bist du jemand, der sehr schnell aufbrausend war, sehr schnell die Dinge am Punkt gebracht hat, aber irgendwie so drumherum gesprochen hat. Keiner wusste mehr, was willst du jetzt eigentlich? Dann hast du dich noch mehr angegriffen gefühlt, ja, oder dein Gegenüber. Dann lernt hier jemand daraus, entweder du oder dein Gegenüber. Weil wir haben hier die 10 der Stäbe. Und die 10 der Stäbe ist wirklich so, du trägst nichts mehr. Also das heißt, 10 der Stäbe ist wirklich, da ist, du hast alles gegeben, du hast alles getragen, du hast alles ertragen und das willst du nicht mehr. Das lässt du definitiv in 2024 zurück, mein Schatz, okay? Und dann gibt es die 10 der Kelche, da ist die Wunscherfüllung drinnen. Da ist wirklich alles drinnen. Du gehst doch vom Eremitendasein zum Herrscher. Du wirst vom Eremit zum Herrscher wanderst du. Und das ist deine Wunscherfüllung. Das war dein Wunsch. Du hast gesagt, nee, du hast die Nase voll von dieser Einsamkeit. Du möchtest dich mit mehr Menschen verbinden. Dann wirst du das definitiv in 2025 oder ab jetzt machen oder tun. Und dann haben wir die 8 der Münzen und die 2 der Schwerter. Du bist im Abwägen noch immer drinnen, ja? Aber wege gut ab. Denk daran, du bist vom Pagen, gehst du zum Richtung König der Schwerter. Egal, ob du jetzt ein Luftzeichen bist oder nicht, aber du nimmst die Energie an. Du wirst jetzt immer mehr gesprächiger. Oder du weißt, okay, der Person sagst du was, der Person kannst du was anvertrauen, der Person kannst du nichts anvertrauen, der Person möchtest du gleich gar nichts sagen, der Person möchtest du ebenfalls das mitteilen. Und das wirst du herausfinden, aber das wirst du wissen. Das wirst du wissen. Und das hat lange gebraucht und deshalb hat man dich auch so lange beobachtet, ein bisschen gepiezt, damit du da lernst, ja? Damit du lernst. So. Wow. Ja. Ja, ich bin sprachlos. Aber ich bin sprachlos, weil es ist wirklich so, ein Wunsch wird man dir erfüllen. Ja, absolut. Man reicht dir das, den Münzen. Ja, man reicht dir das Ass der Münzen. Und du entscheidest, was du mit dem Ass der Münzen machst. Ja. Du entscheidest, was du mit der Münze machst. Niemand anderes, weil du bist der Magier, du bist der Magier oder du bist jetzt die Magierin, aber du musstest viel lernen, deine Mäßigkeit wurde auf den Prüfstand gestellt, jemand hat das geprüft, ob du tatsächlich so bist, wie du bist. Ja, und dann reicht dir das Friedenslicht, du bist nicht mehr so, ne, angreifbar, ja, vielleicht hat man dich ständig angegriffen, wegen irgendeinen Vierlefanz, ja, weil Menschen glaubt haben, ach ja, weiß ich nicht, die Person ist eh da und die kann man ja eh alles sagen, ne? Aber die Person wird lernen, die kommt in den Frieden hinein. Oder wenn du so warst, so bum, 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 den gebe ich, den sage ich. Nee, das ist nicht die schöne Energie, aber das hast du verstanden. Na, das hast du verstanden. Ja, diese Energie hast du sehr gut verstanden. Und dann haben wir hier die 10 der Münzen. Ja. Du hast den Magier und die 10 der Münzen.
Vom Ass der Münzen. Jemand hat dir eine Chance gereicht. Oder in 2025. Ja, entweder jetzt oder in 2025 reicht man dir eine Chance. Und du wirst sie nützen, weil du jetzt das Wissen hast. Ja, früher hat man dir vielleicht das Ass der Münzen gegeben. Und so, ja, was sollst du jetzt mit einem Penny machen? Ja, wusstest du nicht. Jetzt weißt du, was du mit einem Penny machst oder was du mit einem Schilling, mit einem Euro machst. So. Schilling, ja, cool. Was du jetzt mit einem Euro machst, ne? Oder mit irgendeiner anderen Währung, wenn du in einem anderen Land zuschaust, okay? Aber das wandelst du um, mein Schatz. Dass du wirst jetzt von diesem Magier, du bist der Magier, und du weißt, du kannst von einem Penny wirst du eine Million machen, ja? Euro oder was auch immer. Okay. Wow, wirklich coole, wunderschöne Legung. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles, alles Gute und bitte vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Da helft ihr und unterstützt mich. Und weil du neu dazugeschaltet hast, fühle dich immer herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn du es noch nicht weißt, ich würde mich sehr freuen, wenn du bei Google, bei Etsy, Etsy, oh mein Gott, nein, Etsy nicht, da bin ich noch nicht. Aber wenn du bei Google reingehst, kannst du mir 5 Sterne vergeben und eine Rezension schreiben. So wollte ich das euch mitgeben auf dem Weg. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz lichtvolle Momente, ganz viel Wärme in euren Herzen. Baba, tschüss.